Tom, der Abschleppwagen. Hallo Leute, wohin des Wegs? Ah, zu einer Kostümparty? Das hört sich toll an. Hey Bobby, was ist los? Oh, du willst auch zur Kostümparty? Du meinst, du könntest ihm helfen, Tom? Klein Tom, kannst du zurück zur Werkstatt fahren und den Anhänger holen? Bereit, Jungs? Was ist los, Bobby? Oh, du bist ein bisschen nervös, weil du noch nie vorher an Land warst? Kannst du schön langsam fahren, Tom? Wie fühlt sich das an, Bobby? Was wirst du tun, um Bobby zu helfen? Du hast Ausrüstung, damit Bobby sich an Land bewegen kann? Oh, ein paar Räder. Ich glaube, ich verstehe. Wow, du hast jetzt Räder, Bobby. Also, ich nehme an, Bobby kann jetzt zur Party fahren. Oh, er braucht noch ein paar Dinge. Klein Tom, kannst du den Kasten aus dem Regal dort holen? Was ist denn da drin? Oh, ein Lenkrad. Das brauchst du, um die Richtung zu ändern, Bobby. Cool. Noch etwas, Tom? Alles klar. Auf geht's zur Party. Oh, du meinst, du bist noch nicht so weit, Bobby? Oh, du willst ein tolles Kostüm für die Party? Hast du da etwas, Tom? Ein Piratenkostüm? Das ist perfekt. Wow, du siehst wie ein Pirat aus. Jetzt bereit zur Abfahrt? Das ist kein Pirat, Jeremy. Das ist Bobby das Boot.
Tom hat ihn so ausgerüstet, dass er an Land fahren kann. Pass auf dich auf, Bobby. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Hallo, Charlie. Na, viel zu tun heute? Oh nein, Charlie, dein Haken ist kaputt. Aber hey, mach dir keine Sorgen, Charlie. Tom, der Abschleppwagen, hat dich in 0, nichts repariert. Warte, ich hol ihn schnell. Hey, Tom, Charlie, der Kran, steckt in Schwierigkeiten. Auf geht's. Ja, beeil dich, Tom. Tom, weißt du, wo Charlie ist? Schau, da ist er ja. Beeilung. Hey Charlie, Tom ist hier. Dann bringen wir dich mal in die Werkstatt, Charlie. Ganz schön schwer, was? Auf geht's! Alle Mann in die Werkstatt. Charlie, Tom nimmt dich jetzt mal unter die Lupe. Als erstes müssen wir den Haken ersetzen. Mal schauen, was wir auf Lager haben. Könnte der hier passen, Tom? Du hast recht, der ist nicht stabil genug. Und was ist mit dem hier? Du hast recht, das ist ein Anker. Und was ist mit dem hier? Perfekt! Na, das sieht doch super aus, Charlie. Alles dank Tom. Gibt es noch etwas, Tom? Dein Drehgelenk scheint zu haken. Tom, was schlägst du vor? Ja, du hast recht. Wir versuchen es mal mit dem Schraubenschlüssel. Vielleicht kannst du es damit reparieren. Da, der Schraubenschlüssel. Hervorragend. Charlie, schau mal, ob dein Drehgelenk jetzt besser funktioniert. Das klappt doch super. Was ist los, Tom? Gibt's ein Problem? Ah, ein kaputter Frontscheinwerfer. Den hätte man leicht übersehen können. Aber das ist doch überhaupt gar kein Problem für dich, Tom. Ich bin sicher, den hast du schnell repariert. Welches ist die richtige Größe für Charlies neuen Scheinwerfer, Tom? Also, was denkst du, Tom? Ja, du hast recht. Der hier sieht perfekt aus. Charlie, du hast einen neuen Frontscheinwerfer. Ist das nicht toll? Gibt es noch etwas, Tom? Gute Idee. Verpassen wir Charlie eine Wäsche.
Na, dann wollen wir mal. Wuhu! Wow, jetzt siehst du fast aus wie neu, Charlie. Mhm. Was für eine Verwandlung. Gute Arbeit, Tom. Tschüss, Charlie. Tom, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, Sam. Mhm. Was hast du heute vor? Du machst die Straßen von Car City durch die Berge frei? Das klingt nach harter Arbeit. Was ist los, Sam? Es sieht so aus, als hättest du Probleme, den Schnee wegzuräumen. Das ist nicht gut. Matt muss durchkommen. Versuch es doch noch einmal. Ich denke, wir brauchen hier Tom, den Abschleppwagen. Tom! Hey, Tom! Sam, der Schneepflug, braucht deine Hilfe. Komm schnell, Tom! Matt, das Polizeiauto muss wirklich ganz dringend durch die Berge. Jetzt ist es nicht mehr weit. Da sind sie auch schon. Hey, Leute! Tom ist hier, um zu helfen. Sam muss die Straße freiräumen, damit Matt durch die Berge fahren kann. Aber sein Schneepflug funktioniert nicht. Was sollen wir tun? Gute Idee, Tom. Bringen wir Sam in die Werkstatt und reparieren ihn. Fahr nicht zu schnell, sonst rutschst du auf dem Eis aus. Vorsicht! Vorsicht! Großartige Arbeit! Keine Sorge, Matt, wir sind bald zurück. Da sind wir auch schon. Was denkst du, wo das Problem liegt, Tom? Oh, schau, da klemmt ein Stein in Sams Ansauger. Kein Wunder, dass er den Schnee nicht räumen konnte. Keine Sorge, Tom weiß, was zu tun ist. Gute Idee, Tom. Mal schauen, ob das funktioniert. Jetzt ziehen, Tom. Großartige Arbeit, Tom. Das hat perfekt funktioniert. Was als nächstes, Tom? Es sieht so aus, als bräuchte Sam einen neuen Frontscheinwerfer. Hast du vielleicht einen, der passen könnte? Welchen sollen wir ausprobieren? Gute Wahl, Tom. Brauchen wir noch etwas? Du hast recht. Wir brauchen einen Schraubenschlüssel. Der hier sieht gut aus. Mal schauen, ob er passt. Was sollen wir als erstes tun, Tom? Gute Idee. Wir sollten die Schrauben lösen, um den kaputten Scheinwerfer abzunehmen. Versuchen wir es mal mit dem neuen.
Der passt ja perfekt. Großartige Arbeit, Tom. Gibt es noch etwas, womit wir Sam helfen könnten? Sieht so aus, als wäre Sam ein bisschen rostig. Was können wir dagegen tun, Tom? Perfekt. Wir kratzen den Rost ab, dann sieht Sam aus wie neu. Du musst härter kratzen, Tom. Oh nein, das kitzelt. Wie fühlst du dich, Sam? Jetzt aber schnell zurück in die Berge, damit du Matt helfen kannst, durch den Schnee zu kommen. Tschüss, Tom. Tschüss, Matt. Bis bald. Und tschüss, Sam. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Gary. Wie läuft's so? Kein stinkender Fisch in diesen Mülltonnen heute? Was ist denn da los? Ach, du bist es, Matt. Warum die Eile? Du verfolgst einen Raser? Pass auf, Gary! Oh nein! Alles in Ordnung? Wir rufen besser auf der Stelle Tom den Abschleppwagen. Hey, Tom! Kannst du ganz schnell kommen? Gary braucht deine Hilfe. Hier ist er. Perfekt. Willst du auch mitkommen, Matt? Okay. Dann mal auf zur Werkstatt. Was müssen wir als erstes tun? Gary waschen? Schließ deine Augen. Jetzt kannst du sie wieder öffnen. Was kommt als nächstes? Wir brauchen ein neues Seitenfenster für Gary? Gute Idee. Nein, das hier ist viel zu klein. Das hier sieht genau richtig aus. Viel besser. Was können wir noch für ihn tun? Oh, natürlich. Du brauchst einen neuen Arm. Hast du einen Ersatzarm, Tom?
Was denkst du? War das jetzt alles, Tom? Wofür ist das denn? Wow! Jetzt kannst du 2 Mülltonnen auf einmal anheben. Fantastische Idee, Tom. Tolle Arbeit, Tom. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.